Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem kleinen Infovideo meinerseits. Ich bin es wieder, JoeCats, und heute möchte ich euch meine erste selbstgebaute Adventure Map präsentieren. Ja, was gibt's da viel zu sagen? Es beinhaltet also in der ersten Version, die ich jetzt veröffentlichen werde, drei Räume. Das sind zwei der drei Räume, die ihr vorfinden werdet. Den dritten, der sollte eine kleine Überraschung sein. Ich fange gleich mal mit den Regeln an. Ihr dürft nichts zerstören und nichts mitnehmen, außer Wollblöcke. Davon gibt es zwei Stück, soweit ich mich erinnern kann. Die dürft ihr zerstören und wieder irgendwo platzieren. Nee, eigentlich nur den ersten, auf den ihr stoßen werdet. Der ist in diesem Raum hier auf dem Screenshot. Und ansonsten, also Erde, Glas oder alles, dürft ihr nicht zerstören und nicht mitnehmen. Zum Mitnehmen, ja, im dritten Raum, also im letzten, dürft ihr alles mitnehmen, was ihr in Dungeons findet, was euch hilfreich erscheint. Das sollten eigentlich nur insgesamt drei Leitern und Fackeln sein. Ihr habt am Anfang, falls in der Map kein Fehler vorliegt, ein Steinschwert in der Hand, was euch helfen sollte, im zweiten und dritten Raum den Zombies zu bestehen, die da spawnen könnten, falls es Nacht wird. Ich habe im zweiten und im dritten Raum, wo Zombies spawnen, natürlich auch einen kleinen Safe Room eingerichtet, so dass ihr euch natürlich auch, falls ihr keine Lust aufs Kämpfen habt oder Angst vor Zombies habt, so wie ich, dort drin verstecken könnt und warten, bis es wieder Tag wird. Jetzt muss ich kurz überlegen, was gibt's noch zu sagen. Ja, ich denke mal nicht, dass diese Map sonderlich einfach ist. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen und schaut mal. Noch ein kleiner Tipp zu dem Raum, den ihr gerade hier seht. Den würde ich nicht spielen, wenn ihr gerade an einem sonnigen oder sehr hellen Ort seid, weil ihr gar nichts mehr erkennen werdet. Also am liebsten dunkel oder mit Schatten oder allgemein die Helligkeit hochdrehen, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn hier Obsidian ist, da werdet ihr überhaupt nichts erkennen, wenn es hell ist. Ich hatte überlegt, ob ich auch in diesem Raum überhaupt alle Fackeln wegmachen sollte. Habe mich aber dann dazu entschieden, doch ein paar zu lassen, weil es sonst zu unfair wird. Ansonsten, ja, ihr dürft natürlich gerne eine Videoantwort runter posten oder Let's Play, Let's Pass, Let's Show machen, was auch immer ihr da wollt. Einzige Bedingung ist, gebt mich als den Erbauer der Map an, macht einen Verweis zu meinem Kanal und erstellt keinen Download-Link zu der Map rein. Das können die Leute ja unter diesem Infovideo sich gerne selber runterladen. Ansonsten war es das, so was mir alles eingefallen ist. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, dass die wichtigste Regel ist natürlich, dass ihr Spaß habt an dieser Map, ja? Also ohne Spaß macht das ja gar keinen Sinn. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und viel Spaß damit. Tschüss!